Hallo Freunde! Wir alle wissen, dass unser Planet in Staaten aufgeteilt ist, zwischen denen deutlich markierte Grenzen verlaufen. Aber sie sind nicht überall deutlich gekennzeichnet. Mit dem Begriff Staatsgrenze assoziiert man normalerweise Grenzsoldaten, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Böse Schäferhunde, Stacheldraht und strikte Passkontrollen. Doch es gibt auf der Welt Staatsgrenzen, auf die diese Beschreibung nicht passt. Und genau davon handelt unser heutiges Video. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen! USA-Mexiko. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko erstreckt sich über 3000 Kilometer und ist damit eine der längsten Staatsgrenzen der Welt. Sie durchquert Wüsten, Flüsse und Städte und wird mit Zäunen aus Stahl und Beton, Infrarotkameras, Bewegungssensoren und Drohnen sowie von fast 20.000 Grenzsoldaten geschützt. Ihr würdet vielleicht sagen, das alles sei gar nicht so besonders, aber sie weist einen nennenswerten Abschnitt auf, an dem jährlich ein Volleyballwettbewerb ausgetragen wird. Dort steht ein niedriger Zaun, an dem sich ein Volleyballnetz leicht spannen lässt, woraufhin man sofort losspielen kann. In dieser Gegend werden verschiedene Strandpartys und Volleyball-Freundschaftsturniere zwischen Amerikanern und Mexikanern veranstaltet, bei denen der Volleyball hin und her über die Trennlinie zwischen den zwei Ländern fliegt, und zwar ohne Visum und irgendwelche Dokumente. Niederlande-Belgien. Der Grenzverlauf zwischen Belgien und den Niederlanden ist wahnsinnig kompliziert. So besteht zum Beispiel ein Ort, durch den die Staatsgrenze verläuft, aus 22 Stücken, in denen 7 niederländische Exklaven liegen. Die Grenze ist derart verschnörkelt, dass sie gar nicht so leicht zu markieren ist. Interessant ist, dass sie kreuz und quer durch die Straßen und zum Teil sogar mitten durch Häuser verläuft. Weiße Kreuze auf den Bürgersteigen zeigen an, wo ein Staat aufhört und der andere anfängt. Wenn man sich also auf die Markierung stellen würde, würde es heißen, dass man gerade dabei ist, eine Grenzverletzung zu begehen. Allerdings ist es in dieser Stadt nicht strafbar. Brasilien-Argentinien. Die Iguazu-Wasserfälle sind eines der spektakulärsten Naturschauspiele der Welt, deren Anblick einen den Atem stocken lässt. Beim beeindruckendsten davon, der Teufelsschlund genannt wird, handelt es sich um eine U-förmige Schlucht, von denen gewaltige Wasserströme abgehen. Sie markiert die Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Die Touristen, die diesen Ort trotz seines makaberen Namens jährlich in Scharen besuchen, halten sich dabei gleichzeitig in zwei Staaten auf, weil die Fälle sowohl im argentinischen Nationalpark Iguazu als auch im brasilianischen Nationalpark Iguazu liegen. USA-Kanada. Grenzen, die mitten durch Städte verlaufen, gibt es nicht nur in Europa. Einen solchen Grenzabschnitt gibt es auch zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada, nämlich in der Stadt Derby. Es verläuft mitten durch einen Lesesaal. Stellt euch mal vor, durch eine Tür betritt man das Gebäude auf amerikanischer Seite und verlässt es auf kanadischem Boden. Eine Grenze ohne Stempel zu passieren gilt normalerweise als eine schwerwiegende Straftat, aber hier nicht. Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Die holländische Stadt Baarle-Hertog und die belgische Stadt Baarle-Nassau liegen ganz nah beieinander. Und zwar so dicht, dass die Staatsgrenze nicht nur durch die Straßen, sondern sogar mitten durch bestimmte Häuser und Restaurants verläuft. Unmittelbar zwischen der Gemeinde Baarle-Hertog und der Gemeinde Baarle-Nassau steht ein Haus, das zwei verschiedene Adressen hat. Eine holländische und eine belgische. Es hat übrigens auch zwei Klingeln. Die eine ist für die Belgier und die andere für die Holländer. Und die Bewohner dieses Hauses stehen jeden Morgen, wenn sie zur Arbeit aufbrechen, vor der Wahl, welches von den beiden Staatsgebieten sie als erstes betreten sollen. Venezuela, Brasilien, Guyana. Im Grenzgebiet zwischen Venezuela, Brasilien und Guyana liegt ein wunderschöner Berg, der die Grenzen zwischen diesen Staaten markiert. Aus der Vogelperspektive sieht er wie ein riesiges schwarzes Dreieck aus, das von weißen Wolken umgeben ist. Eigentlich handelt es sich dabei um ein ziemlich hohes Gebirge, das ein beliebtes Besteigungsziel ist. Doch bevor man dort mit einem Aufstieg beginnt, muss man zuerst die Frage klären, auf welcher Seite man starten soll. Deutschland-Niederlande. Im Eurode Business Center ist die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden mit einem Metallstreifen am Boden markiert. Interessant ist, dass an den entgegengesetzten Ecken eines Zimmers, durch das die Staatsgrenze verläuft, Briefstände stehen, die als Briefkästen dienen. Und es dauert eine ganze Woche, bis ein Brief aus einer Ecke in die andere zugestellt wird. Was soll man dazu sagen? Man hält dort die Lieferfristen zwar ein, aber geht es hier nicht vielleicht ein bisschen schneller? China-Mongolei. Habt ihr jemals sich zwei küssende Dinosaurier erlebt? So etwas bekommt man nämlich an der Grenze zwischen China und der Mongolei zu sehen. Ihr würdet vielleicht sagen, dass es schräg wäre, aber es gibt eine logische Erklärung dafür. Die kleine Stadt Ehrenhot, die an der Grenze liegt, ist nämlich dafür bekannt, dass Archäologen in deren Umgebung immer wieder versteinerte Dinosaurierüberreste finden. In dieser Gegend wurde das größte Dinosaurier-Skelett Asiens ausgegraben, das bestens erhalten ist. Darüber hinaus haben die Besucher der Stadt die Möglichkeit, sich in einem Themenpark namens Zauberland der Dinosaurier die
Zeit zu vertreiben. Glaubt ihr auch, dass die Stadt Ehrenhaut Gefahr läuft, sich in einen echten Jurassic Park zu verwandeln? Wenn dem tatsächlich so ist, dann sollten ihre Bewohner auf der Hut sein. Und damit machen wir Schluss für heute. Bis demnächst.